Gehen wir zu Alice. Kannst du auch das Buch lesen, was da das hier liegt oder so? In dem Buch? Ich möchte mich jetzt hier auch nochmal umgucken. Es kann ja nicht sein, dass ich hier alles immer übersehe. Also ich meine, es kann schon sein, das ist ja offensichtlich so, aber irgendwie finde ich es doof. Ich kann doch nicht immer alles übersehen. So, Lufa, genug da gesessen. Jetzt ist hier, kannst wieder aufstehen. Und ich meine, auch hier kennen wir die Option jetzt schon, was passiert, wenn wir sie umarmen, wenn Lufa dabei ist. Jetzt nehmen wir mal das andere, die andere Option und bleiben mal distanziert. Kara, stimmt irgendwas nicht? Ja, vielleicht stimmt was nicht, ja. Oh, das war mal ein neuer Status, den kann ich auch noch nicht innig. Aber passiert jetzt auch nichts, ne? Also es geht jetzt einfach genau an der Stelle weiter, wo es vorher auch weitergegangen ist, ne? Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. So, mal gucken, ob was wir hier jetzt wieder für Ausnahmemöglichkeiten haben. Ob wir uns jetzt mal ein anderes Gespräch anhören. Ich weiß es nämlich nicht, keine Ahnung. Aggressiv und entschlossen hatten wir schon. Düster, glaube ich, hatten auch schon alles, glaube ich. Das Einzige, was wir wollten, war Freiheit. Sie haben uns nicht mal zugehört. Jetzt bestrafen sie uns für das, was wir sind. Machen wir ruhig mal düster. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Nix. Wenn niemand mehr lebt, braucht keiner mehr frei sein, ne? Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Aber ich tat das alles für unser Volk. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Ja, was tun wir als nächstes? Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ja, Noff mag das jetzt nicht so. Ich mag das schon. Wir bleiben erstmal hier ein bisschen friedlicher. Ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Oh, verdammt. Aber Noff, ich muss es versuchen. Ah, nee, ist egal. Habe ich mich ja umentschieden. Alles gut. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Ich hab gerade gesagt, sie haben einen Fehler gemacht, habe ich ja gar nicht. Das ist alles okay, so wie es ist. Ich habe ja dann das Ende dann doch nochmal umgeschrieben. Ist es das, wovon wir geträumt haben? Ja. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Ja, doch. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Ja. Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ja. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Ja. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Das ist wahr. Verlieren dürfen wir nicht. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Das stimmt. Und wir nehmen den auch ruhig. Wir werden ihn nicht nochmal benutzen. Weil das Ende haben wir ja auch schon gesehen. Was da passiert. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass... Und dann passt das schon. Froh bin ich zu kennen.
Ich finde diese Formulierung, froh bin dich zu kennen, immer noch gut. Ja. Und küssen lassen wir sie natürlich auch. Das sind ja deine Liebesbeziehung. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, ne? Lassen wir die beiden mal. So. Gleich werden wir wieder einen anderen Weg einschlagen. Pass auf dich auf. Um natürlich wieder zu einem anderen Ende zu kommen. Ich will dich nicht verlieren. Da werden wir uns nicht zweimal das gleiche, nicht nochmal das gleiche angucken. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Also beziehungsweise eigentlich nicht. Sondern wir haben uns ja jetzt 7 verschiedene Enden angeguckt. Wir machen heute das 8. Ende auch noch voll. Auf jeden Fall. Und dann geht's danach. Auf jeden Fall weiter. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Das ist mein Auftrag, den ich, so wie ich mich kenne, ja, vielleicht nicht erfüllen werde. Ich soll dich lebendig abliefern. Ja, mach mal. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Dann musst du schießen. Ah, das habe ich jetzt mal aufgenommen. Ich habe nicht die Absicht, lebend mit dir mitzukommen. Ich weiß immer nicht, was ich gewählt habe. Das ist richtig schlimm. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Ja gut, Lucy, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Unsere Sache ist gerecht und wir sind mehr. Besser später als nie, weil der Internet wieder im Urlaub. Wir wollen nur in Freiheit leben. Du musst das hier wirklich nicht tun. Du musst ihnen nicht mehr gehorchen. Ah, auch gut, okay. Gut. Du bist lebendig. Du kannst entscheiden, wie du sagst. Will ich nichts gesagt haben. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Ja, ich entscheide mich. Netter Versuch. Dagegen. Doch ich bin kein Abweichler. Scheiße. Wir werden uns sicher auch noch Sachen angucken. Dafür entscheiden, aber ich meine, dass jetzt erstmal auf dem Ablaufdiagramm, wenn wir uns das angucken, ja gut, okay, hier sind wir jetzt an einer bestimmten Stelle wieder angekommen. Warte mal, das war jetzt hier. Ach, hier genau, das ist von Connor, das genau. Wie komme ich hier unten hin? Wie kann ich das anders machen? Wahrscheinlich, wenn ich diese beiden Sachen finde, aber die finde ich nicht. Das kann echt nicht wahr sein. Vielleicht muss ich dafür irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Irgendwann werde ich das andere rausfinden. Weil, wenn wir Abweichler werden, wenn wir uns das hier unten angucken, da ist hier zwar auch noch direkt ein Weg, beziehungsweise relativ viel, was wir nicht gesehen haben. Hätte ich vielleicht machen sollen, ne? Das war vielleicht nicht so ganz so klug, aber bis jetzt haben wir das immer alles übersprungen. Und wir gucken uns jetzt mal an, hier, wenn wir uns hier mal anders entscheiden, weil hier ist ja auch noch durchaus Potenzial für einen anderen Weg.
Dafür muss ich nur die Verfolgung hier abbrechen, wenn ich das hinbekomme. Ohne dass er stirbt. Wenn er stirbt, dann ist das halt auch blöd. Aber das werden wir sehen. Alles in meiner Zeit. Was ist los, Caroline? Ja, Lucy, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Connor stirbt, ist auch relativ groß. Im letzten Stream ist ja auch zum Beispiel, ist er, glaube ich, auch zweimal gestorben. Oder einmal endgültig auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Das könnte passieren, ja. Alles klar, Lucy. Hau rein, viel Spaß hier dabei. Schnell, Kara! Sie kommen! Der Korridor da drüben! Los, mir nach! Das hat, dass man hier einfach so rumlaufen kann. Sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lange. Ja, das machen wir schon. So. Hier runter. Da stirbt Lucy auch schon wieder in unseren Armen. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. So, jetzt möchte ich mir hier das Ablaufdiagramm nochmal angucken. Nicht, dass ich jetzt hier dann auch irgendwie immer das gleiche mache. Was ist denn? Wie kann ich das denn hier anders machen? Die beiden müssen dann weg sein, oder wie? Ich weiß immer nicht, wie ich die anderen Enden erreiche. Oder wie kann ich Lucy denn da nicht treffen? Ich komme doch gar nicht woanders hin. Wahrscheinlich, wenn ich sterbe. Aber trotzdem, what the fuck? Ja gut, okay, das ist wahrscheinlich immer der, wenn man dann sterben würde. Ja, mal gucken, eigentlich möchte ich ja nicht. Oh, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, ich möchte euch natürlich möglichst was anderes sagen. Keine Ahnung, wie ich den anderen Weg erreiche, ohne dass ich... Ja, dass er stirbt. Das möchte ich eigentlich nicht. Wenn sie euch irgendwie Ärger machen, vielleicht hätten sie das gemacht. Wenn ich das gewusst hätte, ich Connor zum Abweichler gemacht, ne? Aber ich guck mal, was da noch passiert. Also. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Hab ich schon. Keine
Bewegung! Aua. Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt. Da gibt's hier keine Moralpredigt hier. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Aber warum müssen das hier... Das ist so... Why? Jetzt, die Rest hätte auch noch mitruppeln können. Jetzt kannst du wieder aufmachen. Jetzt darfst du wieder. Jetzt ist es okay. Wir konnten nichts tun. Wir müssen los. Nicht bewegen. Nicht schießen. Ich bin auf ihrer Seite. Bei uns? Bitte nicht. Connor, obwohl vielleicht gucken wir uns doch mal ein anderes Ende an. Greifen ein. Bist du verletzt? Weg hier! Schnell! Ich mach mal einfach gar nichts und mal gucken, was dann passiert. Wir müssen weg! Das sind auf jeden Fall neue Wege, die wir jetzt sehen. Also so ganz neue Wege. Neue Wege. Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Aber nicht. Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne. Ich war eine Maschine. Ja, vielleicht wieder buchen wir die Mission nochmal, weil das ist Quatsch und das Ende. Pass gut auf, Aufgabe. Weil jetzt kennen wir, wissen wir, was passiert. Versprochen. Ja, ich mag das Ende auch nicht, zumal das jetzt auch für den Verlauf der Story nichts so ändert, dass... Obwohl, doch, wir spielen weiter. Wir gucken uns doch noch eine Szene an. Wir machen einfach weiter, wir lassen das so.
Wir werden diese Mission ja noch ein bisschen öfter spielen. Wir fanden mehrere hundert an Ruinen im Auf jeden Fall noch. Jetzt muss ich kurz überlegen. Dreimal müssen wir sie auf jeden Fall mindestens noch spielen. Und wir können uns ja gerne sozusagen jetzt auch mal was anderes angucken. Weil... Ich gebe zu, ich wollte eigentlich auf ein ganz anderes Ende hinaus, Tatsache, ja. Also es ist wirklich auf ein ganz, ganz anderes, aber... Ist okay. Kara und Alice sind entkommen und wir sind zerstört worden. Okay, hier kann man wahrscheinlich dann auch schon komplett kaputt gehen aus irgendeinem Grund. Aber jetzt haben wir das auf jeden Fall gesehen. Ja, dann wird das hier wahrscheinlich auch Zerstörung sein. Ich habe keine Ahnung. Und was hier ist, ist, wenn man nicht eingreift, das gucken wir uns auch noch an. Das machen wir dann wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch heute, je nachdem. Diesmal gibt es offensichtlich auf jeden Fall einfach einen neuen Connor. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Ja, der ist doch schon weg! Ach, Leute. Ich täusche mich nicht. Ja gut, jetzt kommt wieder die Szene auf heiligen Boden, in der North die Kontrolle über Jericho übernimmt. Was ja auch durchaus richtig ist, weil da haben wir nämlich auch noch ein Ende. Ein Ending, was wir uns auf jeden Fall angucken. Marcus gab sein Leben für unser Volk. Das ist wahr. Er hat uns gezeigt, dass unser Schicksal in unserer Hand liegt. Das ist auch wahr. Aber er kann uns jetzt nicht mehr führen. Das ist auch wahr. Jetzt liegt es an uns, zu Ende zu bringen, was er begann. Die Menschen haben beschlossen, uns zu zerstören. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden vernichtet. Es ist an der Zeit, eine Wahl zu treffen, die die Zukunft unseres Volkes bestimmen kann. Das stimmt, das sind sehr Sie viele Wahlen. Sie bekommen ihn. Die da über Wir werden die kämpfen Zukunft für unsere Freiheit. Das ist wohl so. Und wir werden siegen oder im Kampf fallen. Dann schätze ich mal, wird Josh Anführer, aber ich weiß gar nicht, wie ich sie sterben lassen sollen könnte. Also ich glaube, das geht gar nicht. Weil ich glaube, es gibt kein Ending. Also es gibt keinen Strang dafür. Weil hier gibt es nämlich auch kein weiteres Ende. So. Also, ja. Fortfahren. Seit 6 Uhr. Ach, jetzt kommt wieder diese. Gilt ein Warte mal. Hauptmenü. Bestätigen. Bam, 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 bam. Kapitel. Greife auf die Story-Grafik zu. Flüchtige Jericho. Bam, 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 bam. Kapitolpark. Connors letzte Chance nach der Seelen.